Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Fantasy Park. Ich bin der Taris und heute kümmern wir uns um die Ravine. Auf geht's! Ich habe mir gedacht, ich mache die Moderation einfach mal am Parkeingang, damit es mal ein bisschen Abwechslung gibt und nicht immer hier hinten vor unserer Mine. Dafür ist der Weg zur Mine jetzt etwas weiter, zu unserem Moria. Muss gerade mal überlegen. Ich habe etwas weiße und rote Wolle mitgebracht, damit wir die Ravine markieren können. Ich habe mir im Offstream noch die Arbeit gemacht, hier hinten die restlichen schwebenden Blöcke zumindest in diese Richtung zu entfernen. Jetzt müssten wir hier gerade nochmal ran und diese Blöcke entfernen, damit wir da auf der Arbeitshöhe sind. Das ist ja schnell gemacht. Hinten, das ging ja auch relativ zügig. Das wisst ihr nicht, das hat etwa, weiß ich nicht, 10 Minuten gedauert. Da waren da die ganzen schwebenden Blöcke weg. Die schweben ja nur deswegen, weil wir hier den ganzen Cleanstone rausgearbeitet haben, um diese Säulen zu bauen. Die Säulen übrigens müssen wir auch noch teilweise mit Cracked Stone Bricks versehen. Das habe ich noch nicht überall geschafft, aber das wird kein Problem sein. Das ist auch schnell gemacht, das werden wir wahrscheinlich im nächsten Stream machen. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. So, wow, aber ich kann ja fliegen, zum Glück. Dann würde ich sagen, machen wir die hier auch gerade noch weg. Das bisschen Diorite und hier sind auch noch so ein paar Erze, die ich nicht abgebaut habe. Unter anderem auch Lapis, das jetzt ein bisschen gut für die Hacke ist. Das repariert die Hacke nämlich ein bisschen. Will hier nur nicht in die Lava reinfallen. Ich glaube, die Lava entfernen wir hier auch, wenn wir jetzt mit der Ravine anfangen. Weil sie doch sehr gefährlich sein könnte. Und ich sehe mich schon, dass ich alle 3 Minuten in die Lava falle. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da für den lieben YouTube-Algorithmus und vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Aktiviert die Glocke, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr von Minecraft Fantasy Park. Machen wir das auch weg? Ja, komm, wo wir gerade dabei sind, haben wir das schnell erledigt. Und dann schauen wir mal, dass ich die Ravine markiert bekomme. Das Tolle ist ja bei der Ravine, das erzähle ich gleich aber nochmal wahrscheinlich, dass wir ja jetzt eine Arbeitshöhe haben, das heißt von eine Arbeitshöhe auf Höhe 12 beginnend haben und nicht wie früher, wo wir das hier oben als Grundfläche haben wollten, sondern wir können ja jetzt tatsächlich bis auf minus 64 runtergraben und da wir auf Höhe 12 sind, kann man das addieren, das heißt wir haben 76 Blöcke Tiefe in der Ravine und das ist enorm gut, denn dann setzt da hinten, sieht man das schon, dieser Nebel nämlich auch mit ein und die Ravine verschwindet tatsächlich im Unendlichen. Mache ich das jetzt hier auch weg? Ah, das muss ich hier mal runtergraben noch, aber das machen wir im Stream. In dieser Struktur tatsächlich, die wollte ich hier beibehalten, weil mir das ganz gut gefallen hat. Okay, dann machen wir das hier noch gerade weg. Das da oben müsste auch noch weg, aber jetzt wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Und ich glaube, mit dem, was ich hier gerade abgebaut habe, mache ich gerade erstmal die Lava zu. Sonst falle ich da am Ende noch rein, also das ist ganz gewiss, dass ich da reinfallen werde. Deswegen, safety first, liebe Freunde. Safety first und wir machen dieses Lava-Loch hier mal zu. So. Wo ist denn der? Da. Alles, was man nicht braucht. Ich weiß, ja, da fehlt noch was hinten, aber mir ist einfach wichtig, dass ich das hier gerade safe abgebaut kriege, ohne in die Lava zu fallen. Die Decken müssen wir auch noch beide machen, aber das ist auch wieder so ein typisches Stream-Projekt. Ich habe ja gesagt, bei den Decken mache ich das ganz simpel und entferne einfach die Erzpatches und ersetze sie gegen Cleanstone. Das ist die einfachste Variante, weil wir sehen die Decke sowieso nicht richtig. Da oben wird keine Beleuchtung dann mehr sein und es verschwimmt dann mehr im Dunkeln. Also können wir das Ganze auch ganz simpel aus Cleanstone machen, bevor wir da großartig wieder Hunderttausende von irgendwelchen Slabs oder sowas craften müssen. Da war ja schon bei der Vorhalle das Problem, dass uns da ständig die Blöcke ausgegangen sind. Gut, wir haben, hier die zwei noch. Wir haben das jetzt soweit alles abgebaut und von Lava befreit. Dann können wir ein bisschen leuchten, weil ein paar Mobs gibt es ja immer, die sich an diese neue Lichtlevel 0 Regelung nicht halten wollen. Gibt ja immer Leute, die sich an irgendwelche Regeln nicht halten wollen. Okay, jetzt kommen wir zu Ravine. Wir haben also, wenn wir hier ankommen, direkt an dieser Stelle eine Ravine. Und da ich mal die Mitte nutzen möchte,
als Ankunftsbereich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ziehen wir 3 ab, das ist gut. 1, 2, 3 und dann haben wir 10 auf jeder Seite. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, hier... Jetzt habe ich mich verzählt. Haha. Welcher war denn jetzt der 10.? Nochmal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist der 11. Das heißt, hier... Jetzt haben wir hier 3 in der Mitte frei. Genau. Hier wird... Ah, fast getroffen. Da wollte ich hin, aber hier bin ich. Damit kann ich leben. Hier wird also diese Brücke über die Ravine gehen. Und jetzt ist eigentlich alles zwischen hier und hier ist Ravine. Aber die Ravine muss ja auch in die Breite gehen, damit es eine richtige Ravine ist. Und das ist eben genau das, was ich hier mit den Wollblöcken markieren möchte. Damit wir... Moment, wie machen wir das? Ah, ich weiß. Ich habe... Womit geht das nochmal am schnellsten? Mit einer Schere, ne? Die habe ich jetzt natürlich nicht mit. Aber da machen wir es gerade mit der Axt weg. Im Original ist die Ravine ziemlich gerade. Die Zwerge haben da ja rumgebastelt an dieser Ravine. Das heißt, wir ziehen die Ravine hier tatsächlich gerade weg. Über, ich weiß nicht, über so eine gewisse Länge machen wir hier nochmal 10 Blöcke dran. 15 vielleicht sogar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 11, 12, 13, 14, 15. Und hier, wenn wir dann, Moment, guck mal gerade, ob das gut aussieht. Ja, dann können wir hier nämlich danach mit der Ravine in diese Richtung abbiegen. So, wie das ist, es wird ja dann auch ein bisschen randomer wahrscheinlich noch gestaltet werden. Aber dann können wir hier mit der Ravine verschwinden. Alternativ ist natürlich die Frage, wenn wir sie bis da hinten, will ich sie auf gar keinen Fall durchziehen. Nein, nein, das ist eine gute Idee. Wenn wir hier nämlich alles mit Wand, mit steiler Wand machen, dass die Helden sich da quasi nicht aufhalten können, dann müssen wir die Ravine hier irgendwie zur Wand machen und verschwinden lassen. Einfach um den Menschen, um den Helden zu suggerieren, dass sie nur über diese Brücke in der Mitte kommen. Und das ist jetzt ein bisschen randomer geworden. Reicht das denn? Ist das angsteinflößend? Wir gehen jetzt also davon... Diese Wollreihe existiert ja schon nicht. Hier geht es ja schon ganz tief runter. Aber ist das... Ja, oder? Ich meine, der Nebel hätte jetzt ja schon nach der 1.18.0 eingesetzt. Wir sind jetzt übrigens schon in der 1.18.1 hier auf dem Server. Oder soll das noch weiter bis nach hinten gehen? Bin gerade nicht entschlossen. Ich bin mir gerade nicht sicher... Nein, das reicht eigentlich, oder? Wenn wir dann als zweite Grenze das hier zum Beispiel nehmen und das einfach, ja, das passt ja prima, nach hier hinten durchziehen. Moment, hier setzen wir mal ein bisschen was ein, um Lava zu entfernen. Und ja, das hier ist ja ohnehin die Vorderkante von dem, was wir haben. Das heißt, wenn wir hier die zweite Ravine-Kante machen... Autark zu dieser Kante, die ich hier irgendwann mal gesetzt habe, um die Lava einzudämmen. Das hatte also keine Markierungszwecke. Aber jetzt brennt da hinten die Wolle weg, ne? Ja, so schlau ist der Taris da auch wieder nicht. Scheiße. Okay, weg mit der Lava. Das ist so typisch. Das ist so typisch, echt. Ja, natürlich sollte die Wolle hier nicht brennen, aber jetzt brennt mir die ganze Hütte ab. Das ist echt so... Oh Mann, das ist so typisch. Da habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht. Das brennt immer noch. Ach, Leute. Warum sagt mir das keiner? Habe ich noch Zeug? Ich müsste doch hier noch... Es brennt immer noch. Ach. Ah, nee, da ist, glaube ich, gerade eine Fackel reingefallen. Nee, hier brennt es natürlich jetzt. Oh, Mann, ey. Aber so viel Zeug habe ich gar nicht. Warum denn eigentlich nicht? Ich habe doch da gerade noch so viel abgebaut. Ah, ich habe hinten das Lavaloch auch schon zugemacht, ja. Das kann es natürlich sein. Also, wir machen das mal hier, ohne in die Lava zu fallen.
Naja, wenn man die Lava dann unter seinen Wollblöcken da lang fließen lässt, darf man sich nicht wundern. Okay. Also, Problem gelöst für den Moment. Dann, also, ich muss ja jetzt nicht jeden einzelnen Block setzen. Autark habe ich dann gesagt, hierzu machen wir dann den zweiten Teil. Das würde bedeuten, wir müssen uns das jetzt mal visuell gerade vorstellen, wie das aussieht. Wenn wir hier sind, dann sehen wir natürlich diese endlos tiefe Ravine. Diese Wand hier hinten bleibt bestehen. Also wir sehen, die Ravine geht bis an diese Wand ran und ist sehr tief. Diese Wand bleibt bestehen. Dieser Zombie wiederum bleibt nicht bestehen. Der hat es gleich hinter sich, genau. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass wir auf der anderen Seite dieses Plateau runtergegraben haben, bis auf diese Höhe, ist das, glaube ich, perfekt gemacht. An der Seite lassen wir die Ravine auch hier enden. Das könnten wir vielleicht gerade auch nochmal markieren, nachdem wir diese Lava allerdings erst zugemacht haben, denn sonst brennt uns die Wolle da wieder weg. Genau. Das ist diese Linie hier. Denn hier muss das Ganze ja auch noch irgendwie komfortabel im Berg verschwinden. Auf Höhe 12 aber. Und wir sind auf Höhe 11. Aha. Also hier die Höhe. Wollen wir das hier gerade mal auf die richtige Höhe setzen. Es ist ganz wichtig, dass wir hier die richtige Höhe nehmen. Und nicht auf Höhe 11 landen. Sonst haben wir einen Knick in dem ganzen System. Ich mache das hier mal so hoch, nur um zu markieren, dass wir da einen höher müssen. Damit ich das nicht vergesse. So. Und bis hier. Die Ravine wird hier nämlich gerade in diesen Berg einfach reinlaufen. Genau. Auf dieser Höhe. Würden wir dann... Wäre dann hier irgendwie das Ende oder sowas. Genau, aber auf dieser Höhe. Und hier hinten würde sie dann auch auf dieser Höhe in diesen Berg reinlaufen. Unsere Ravine. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Taris.